Und damit ein herzliches Hallo und Willkommen hier im morgendlichen Ark Survival Evolved. Ach ja, herrlich, oder? Sieht echt schön aus, dieser Sonnenaufgang hier am Wasserfall. Bis vor ein paar Sekunden hat es noch geregnet. Die Grillen zirpen. Eigentlich möchte man sich hier jetzt einfach nur hinsetzen und genießen. Schön, ehrlich, ich liebe es, wenn das Spiel so schön Atmosphäre schafft. Es sieht auch einfach echt tipptopp aus. Wir haben da unten, eigenartigerweise sieht man das jetzt gerade nicht, wir haben da unten ein bisschen was weitergebaut, genauso wie ich hier an meinem Häuschen was ein bisschen weitergebaut habe. Das werden wir uns auch gleich noch anschauen, aber irgendwie lädt es nicht. Lustig. Also ein bisschen lädt es, ne? Nicht? Ein bisschen? Ist genau die Entfernung, dass es gerade so nicht passt. Unten ist eine Mauer. Jetzt, da ist es. Jetzt seht ihr es da unten. Das ist Obidis Haus. Da rechts ist das Hotel von... Ne? Genießt auch die schöne Aussicht, gell? Ja. Du auch, ich weiß. Ja, ja. Ja gut, Obidis Haus. Da drüben ist das Hotel. Dazwischen haben wir eine Mauer gebaut und ein Tor. Das sieht auch ganz nett aus. Naja, und hier hat sich auch ein bisschen was getan. Wir schauen uns das mal an. Ich habe die Türme jetzt höher gebaut. Ich bin aber noch nicht ganz zufrieden. Hier vorne kommt noch irgendwas hin. Ich weiß noch nicht was. Die Türme sind jetzt höher, aber irgendwie hat es dadurch was von Silo bekommen. Ich habe das im Offscreen gemacht, weil es einfach zu nervig gewesen wäre. Ihr habt ja gesehen, wie man immer einreißt und wieder aufbaut und wieder einreißt und wieder aufbaut und die Nerven dabei verliert. Und ich könnte das die ganze Zeit hier angucken. Oh, schön. Naja. Und ja, ich weiß noch nicht, ob ich die zwei Balkone lasse, ob ich nur oben einen mache, ob ich die Türme so in dem Maße lasse, ich weiß es noch nicht. Aber die sind jetzt erstmal ein bisschen höher gezogen, vielleicht mache ich davor noch irgendeinen kleinen Anbau, das weiß ich auch noch nicht ganz, was aber auf jeden Fall ganz schön geworden ist, was auch erstmal so bleibt, ist hier vorne der Bereich. Das seht ihr, habe ich so ein bisschen vorgebaut, nochmal mit abgerundeten Ecken, nochmal oben so einen kleinen, ja, Balkon möchte ich es nicht nennen, sondern so ein kleines Vordach gebaut, wo man auch mit den Tieren drauf landen kann. Und entsprechend dann, bevor man da ins Tor reingeht, nochmal eine Abstellfläche hat. Unten nach wie vor die Tür. Überlege ich noch, ob sie da bleibt, aber ich denke schon. Kann man schön den Eingang gestalten. Es gibt so Wandfackeln. Ich hänge da rechts und links eine hin. Macht sich ganz nett. Und was auch ganz praktisch ist, ist für die Faulen. Ja. Hui. Man kann da drauf springen. So, und hier haben wir dann unsere große Halle. Die kennt ihr ja schon. Oben das den Speicher muss ich noch, die Speicherluke und so muss ich noch alles bauen. Hier steht der Peter Ranodon, ja, der Peter Ranodon, der aus dem Livestream. Wer einen Livestream gesehen hat, ansonsten die Aufzeichnung ist ja auch online gegangen. Ist ewig lang, ich weiß, aber ich wollte es jetzt nicht in zig Folgen stückeln und euch dann hier häppchenweise servieren. Das würde zu viel Sendeplatz blockieren. Insofern, zukünftig wird es die Livestreams einfach so als fertigen Packen da unten hingeben und dann könnt ihr euch die angucken, so wie ihr es euch selbst einteilt. Man kann die immer unterbrechen, später ansehen, anklicken, da gibt es ja allerlei Optionen und ja, er fühlt sich schon wohl und er ist wirklich schön. Er ist wirklich ein schöner, der Peter, ne? Ach ja, toll ist es. So, und jetzt hier zur eigentlichen Neuerung. Hier drin hat sich einiges geändert. Ich habe die ganze Treppe, alles was wir da gemacht haben in der einer der letzten Folgen. Ach Gott, das ist gar nicht die letzte. Ich weiß gar nicht mehr, wann es war. Alles weg. Ich habe es jetzt zu einer kompletten Wendeltreppe gemacht. Und zwar dieser eine Turm, den wir dann jetzt ganz nach oben geführt haben. Vorher war der ja nur so halb. Deshalb ging das nicht. Aber jetzt habe ich den Turm ganz nach oben geführt. Und dadurch kommen wir natürlich mit der Wendeltreppe die einzelnen Stockwerke des Turms, die dann entsprechend groß sind. Müssen wir mal gucken, wie wir sie nutzen. Alle abklappern. Ne? Und dann hier immer weiter hoch. Und schlussendlich ist man dann auf dem Dach. Und, ja, schön. Nicht? Und da sehen wir, da oben baut der Matze, da hinten baut die Danu. Das schauen wir uns auch noch an, was die da so machen. Und hier muss ich mal gucken, hier oben schöne Sitzecken so machen, so einen kleinen Pavillon hier und so. Also das gefällt mir soweit ganz gut, so wie es geworden ist. Was mir halt, wie gesagt, nicht gefällt, ist so der Blick von, zum Glück haben wir keine Decks. Was mir nicht ganz gut gefällt, ist der Blick von vorne auf das Haus quasi. Von der Seite super, von der Seite her sieht es eigentlich auch okay aus, aber von der Turmseite her finde ich es irgendwie so ein bisschen bescheiden, möchte ich es mal nennen. Ja, also nicht so dolle. Geht besser, nicht? So, Tag der offenen Tür, machen wir zu. So, schauen wir mal. Also wie gesagt, von hier, gerade auch so mit offener Tür und so, finde ich eigentlich echt nice. Also gefällt mir gut. Ist eigentlich ganz nett geworden. Mach's Spiel mal wieder lauter. Nein! Oh.
Ich wollte auf die Optionen klicken. Ehrlich, ich schwör's. Ja. So ist das. Wir sind gleich wieder da. Es lädt ja jetzt zum Glück schnell. Aber dann kann ich euch ja erzählen, was wir heute eigentlich machen wollen in der Zwischenzeit. Ich wollte Spiel lauter machen. Ja. Super. Ich will heute mal einen Stall bauen. Und zwar für die Dung Beetles, die wir ebenfalls im Livestream geholt haben. Die machen ja, also die verwerten letzten Endes die Dino-Kacke zu Öl zum einen und Dünger zum anderen. Das heißt also, es spart uns die Komposter und wir kriegen mal eine richtig schöne Verwertung. Da sind wir wieder. Wir kriegen mal eine richtig schöne Verwertung für den ganzen Fiumia-Dreck, der da so rauskommt, nicht? Und, naja, das werden wir jetzt mal in Angriff nehmen. Dafür habe ich schon mal das Mammut vorbereitet, eine andere Errungenschaft aus einem vorherigen Livestream. Ihr merkt, wir haben so die Livestreams natürlich auch genutzt, um viel zu zähmen, um das ein bisschen zu machen. Das kann ich nicht alles in Folgen packen. Stell dir mal vor, ich würde das alles zeigen. Das sind Stunden um Stunden. Und es ist ja so schon, dass es so viele Folgen sind, die wir immer vorprogrammieren, sag ich schon, vorproduzieren. Insofern müssen wir das in Livestreams packen, dann ist es wenigstens nicht weg. Ne? Dann muss ich es nicht im Offscreen machen. So, da hinten das Gewächshaus, das kennt ihr ja bereits. Und machen wir uns da jetzt hin und schauen mal, wie wir das da mit so einem Stall hinbekommen. Ich habe wieder mal so ein bisschen was im Kopf, wie es aussehen könnte. Aber ihr kennt mich ja. Achso, ich wollte es eigentlich lauter machen, jetzt aber auch. Ich denke aber jetzt mit dem Getrampel ist es wieder laut genug, ne? Ist immer so schwierig abzuschätzen, wenn man ja so ein bisschen Stimmung muss ja hier rüberkommen. So, also wir brauchen hier wie gesagt einen Fiumia-Stall zum einen für zwei oder drei Fiumias. Ich denke mal, ja, machen wir mal drei. So, und wir hatten überlegt, das dann eventuell hier zu machen. Ich hätte es allerdings irgendwo auch gerne an einer ebenen Stelle. Das ist mein Problem an der Sache. Weil sonst wird der Stall, den ich ohne Foundations bauen möchte eigentlich, sonst wird der so, sonst wird der, ne, ihr wisst ja, wie das so ist, da drüben wie bei der Mauer, dann wird er so treppchenartig, wenn es hier hochgeht. Schauen wir uns mal an, wie eben das hier ist. Nämlich so quasi gar nicht. Hier oben hätten wir es ein bisschen eben. Allerdings sollen hier die Dings auch stehen. Die anderen Dinos später. Dann könnte man das hier so um die Ecke bauen. So kriege ich es halbwegs eben hin. Das muss so um die Ecke machen. Ist hier ein Eingang von? Ja, hier ist der Eingang. Dann kann ich ja unmöglich den Eingang zubauen. Dann kommt man ja nicht in die Gaststätte rein. Also ich hatte eigentlich überlegt, habe ich aber quasi verboten bekommen. Ich überlege nur gerade, ob ich mich nicht über das Verbot hinwegsetze, hier vor das Gewächshaus direkt zu bauen. Obwohl das ja schon schön aussieht, so von weiter weg, wenn man hier hinkommt und das Gewächshaus ist nicht verbaut. Sieht übrigens cool aus jetzt, wenn da drin, wir können es ja mal wieder anschauen. Seitdem wir es gebaut hatten, hat man es ja noch nicht wieder gesehen. Jetzt hier, wo alles wächst, sieht schon geil aus. Und es ist vor allem super effizient. Ist vor allen Dingen echt super effizient, das Zeug wächst wie Sau. Ihr seht nur, es gibt so ganz geringe Beleuchtungsbugs hier noch. Wow, heftig. insofern müssen wir da nochmal schauen. Also, ein bisschen weiter weg, damit man da noch hinkommt. Dann den Fiumia-Stall hier vielleicht so hin, dass man den so schräg baut. Hier davor dann die Dung Beetles. Und dann müssen wir noch ein kleines Hütchen bauen. Nämlich so eins, wo man im Schrank so die diverseste, ja, Dünger und so weiter lagern kann. Was ist denn das für, was sind das denn hier für Lichtprobleme? Ist ja voll blöd. Habe ich hier irgendwas in den Grafikeinstellungen? Hi. Sky Quality oder bla. Nö, Schatten sind auch. Tja, keine Ahnung, ne? Weiß man nicht. Tja, wie mache ich denn das jetzt? Verdammte Hacke. Habe ich mir was überlegt und sehe, das passt überhaupt nicht. Wie gesagt, eigentlich wollte ich es hier davor bauen.
Aber zugegeben ist. Mann, das nervt. Ist ja total beschissen gerade mit dem Lichteffekt. Mann, Mann, Mann. Mach mal den Fiomia-Stall halt hier hin. Was soll's? Hilft ja, ist das hier auch? Das ist nur da hinten in der Ecke irgendwie. Da gibt es diese Probleme, wenn ich hier drehe. Nö, hier ist alles super, aber da unten, ich schätze mal irgendwie mit dem Felsen da oben oder dergleichen, da scheint es so ein paar Schatten. Probleme jetzt nicht mehr. Auch gut. Zu geben. So, wir machen das jetzt einfach mal. Die Fans Foundations. Nein, 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 nein. Nicht Fernrohr, das da. Die Fans Foundations sind ja schnell wieder nachgebaut zur Not. Wie gesagt, wollte es jetzt nicht so. Hier in die Ecke bauen wir dann so eine kleine Hütte. Und links daneben bauen wir die Dung Beetle Stände. Dann bauen wir die vielleicht zuerst und dann die Hütte. Und an die Hütte flansche ich dann die Fiomia-Stelle an. So machen wir das. Voll den Plan hier. Ha, Wahnsinn. Oh, pass mal auf. Wir machen das jetzt hier mal so. Die Dung Beetles. Warum brauchen wir für die so eine Art Stall überhaupt? Das ist einfach aus dem Grund, dass man die auf Wandering stellen muss. Das funktioniert hier jetzt nicht so, wie ich es dachte. Aber ich denke, das ist in Ordnung. Die muss man auf Wandering stellen. Wenn die einmal Kacke drin haben, dann verarbeiten die die eben nur, wenn sie wandern. Und wenn man die jetzt nicht einzäunen würde, würden die hier irgendwo in der Pampa rumwandern. Und das ist nicht ganz Sinn der Sache, wie ihr euch denken könnt. So, jetzt müssen wir mal grob die Mitte von diesen beiden treffen. Ich würde das ja gern symmetrisch bauen, ihr kennt mich. So ungefähr. Noch mal ein bisschen zurück. So. Hoffe ich, dass das funktioniert. Wir bauen jetzt mal ein paar Wände und dann schaue ich mal, wie das aussieht. Ansonsten reißen wir es direkt wieder ab. Da kenne ich nix. So, auf der 4 haben wir die Wände. So, so, so. Wo war's? Gut, wenn man sich das merkt, wo man baut. Moi. Sollte genau andersherum. 4. So rum. Jetzt passt's. Okay, dann nochmal. Und bei dir müssen wir es auch nochmal drehen. So rum. Und dann haben wir in der Mitte, ja gut, also ist jetzt Wurst. Ist das so in Ordnung? Die Trennwand zwischen denen. Eigentlich müsste so ein bisschen weiter hinten rein noch, muss ich zugeben. Mag sein, dass das jetzt sehr perfektionistisch ist, aber andererseits, wisst ihr, mir sagen halt auch immer, wir sind hier auf einem PvE-Server. Und hier wollen wir dann einfach schön bauen und nicht nur praktisch oder so, sondern wir wollen schauen, was sich halt so machen lässt. Und das heißt halt mitunter auch mal, toll, jetzt sieht man es nur nicht mehr. Super. Ich sehe das Ende nicht. Da ist es so, jetzt so. So ist das Ende und jetzt gehen wir mal. Es geht so schief. Dann die 4. Besser. Besser, besser. Genau. Jetzt snappt es genau rein. Das ist gut. Machen wir das so. Das ist doch schon mal ganz in Ordnung. Wie gesagt, das sollen dann die Ställe werden für die kleinen Dung Beetles. Warum einzelne? Man könnte ja auch ein großes, oder was heißt großes? Man könnte ja auch Moment, da passt das jetzt ja auch nicht mehr. Demolish. So, Moment, ich muss das jetzt hier so machen. Wir könnten ja auch eins bauen und die zwei Dung Beetles oder drei oder wie viel man auch immer lustig sind, da reinbauen. Das Ding ist, Snap, 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 dass die, wenn die auf Wonder stehen, dazu neigen, sich gegenseitig rauszuschmeißen. Das heißt, die laufen gegeneinander, wenn die wandern. Ja, der eine läuft in die eine Richtung, der andere in die andere und dann drücken die sich raus. Und dadurch backen die mitunter aus ihrem Käfig raus, wenn man da nicht aufpasst. Und das ist halt nicht ganz Sinn und Zweck der Sache. Deshalb müssen wir schauen, dass wir die separieren, damit die sich nicht gegenseitig rausdrücken können. Zumindest ist so unsere Theorie.
Bin ich mal gespannt, ob das so ist. Weil wir hatten es so, wenn man die zusammengesperrt hat, dass die dann eben rausgeflogen sind. Und na komm, bauen wir gleich zwei. Das, ja, wie gesagt, wollen wir halt nicht. Dann am Ende laufen doch wieder die Dung Beetles hier irgendwo in unserer Basis herum und keiner, na, und keiner weiß genau wo. Ist dann ein bisschen ärgerlich, weil ganz so leicht zu bekommen, das habt ihr ja gesehen vermutlich, ganz so leicht zu bekommen sind sie halt doch nicht. Muss man sich schon ein bisschen anstrengen. Jetzt mal so, das ist ein bisschen suboptimal, aber man kann es mal lassen. Das hier passt mir allerdings nicht. Das ist nämlich falsch rum. Super. Toll gemacht. Nein, drei. Moment. Ja. Einmal drehen. Und dann haben wir da vorne auch den Abstand. Das ist echt ein bisschen suboptimal. Naja, gut, okay. Müssen wir mit leben, kriegen wir auch hin. Kriegen wir auch hin, würde ich sagen. So, und jetzt die 5. Dann brauchen wir hier wieder die. Moment, ist das so weit hinten? Ist jetzt ehrlich gesagt interessant. Lass uns mal schauen. Die 3 bauen wir mal eins hin. Mal schauen, ob das überhaupt was wird, was ich hier baue. Ich fürchte fast, das sieht ein bisschen schäbig aus. Wir wollen schön bauen. Wir sind auf einem PvE-Server und da muss man auch mal schön bauen. Das wundert mich jetzt hier gerade. Das ist total vor die. Ihr seht da unten die Fans Foundation. Ja, und das ist da ganz vorne dran. Und hier ist es so mittendrauf. Seht ihr, was ich meine? Dadurch scheint das hier weiter vorzustehen. Bisschen schade. Wir können das probiere ich mal aus. Nochmal im Off vielleicht oder so. Mal gucken. Da müssen wir uns jetzt hier nicht während der Folge so rumplagen mit. Was ich mit euch ja auch noch machen möchte demnächst, ist mal mein Haus von innen einzurichten. Da müssen wir auch diverseste Sachen machen, also ein paar Möbel stellen, vor allen Dingen aber auch eben Gerätschaften. So. Vor allen Dingen aber auch, das sieht scheiße aus mit der Wand da oben, dass die so hoch steht. Und alles nur, weil die nicht wollen, dass ich hier, dass ich hier vor das Haus baue. Da wäre es so schön gerade. Naja. Hier kommt jetzt eh die Hütte, insofern tut das jetzt nicht ganz so weh. Ich weiß nur nicht ganz, wie ich die Hütte errichten soll. Sollen wir mal überlegen. Mal überlegen, wenn ich jetzt hier. Ich kann ja jetzt hier keine Ceiling dran klatschen, oder? Wenn da unten nur eine Fans Foundation ist, kann ich keine Ceiling klatschen, also müsste ich eine Wooden Foundation erstmal drunter basteln. Hier soll jetzt, wie gesagt, so eine kleine Hütte hin mit zwei, drei Schränken. Da kann zum einen der Dünger drin gelagert werden, den wir haben. Dann hier fürs Gewächshaus. Es wäre auch schöner gewesen, wenn es hier direkt davor gewesen wäre, aber ich darf ja nicht. Mats, Mats. Hier, das ist scheiße, die Wand. Die kannst du vergessen. Die machen wir nochmal. Die machen wir nochmal. Hier muss es passen. Obwohl ich hier echt am Überlegen bin, lass uns mal eine Foundation bauen. Ich baue jetzt erstmal eine Foundation und dann schauen wir mal, ob wir die so platziert bekommen, dass die da dran grenzt. Ich hätte das erst bauen sollen. Aber auf die Idee kommt man immer erst später. Ich hätte erst das Häuschen bauen sollen und von diesem Häuschen ausgehend dann, dann die Fans Foundations. Es wäre wahrscheinlich die bessere Wahl gewesen. Jetzt haben wir dafür das Gefrickel wieder. So. Ist die große Frage. Ich glaube, Käfer kommen nicht. Ah, das kannst du vergessen. Die große Frage, ob Käfer unter Foundations durchlaufen können. Das hoffe ich jetzt mal nicht. Das hoffe ich jetzt einfach mal nicht. So, wir machen das noch ein bisschen zurück, 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 zurück.
So sieht's doch eigentlich ganz gut aus, oder? Die Frage ist, reicht da überhaupt ein 1x1-Haus? Oder muss ich nicht auch ein 2x1-Haus bauen wenigstens? Wir wollen ja ein paar Schränke reinstellen. Wenn ich dann da reinkomme und da ist gleich ein Schrank, dann ist wahrscheinlich am Ende noch die Tür blockiert. Ich glaube so. Ist ganz schön hoch, aber gut, was hilft's? Dann schauen wir mal. Okay, mal was trinken. Können wir noch eine bauen? Ja, machen wir. Komm, dann machen wir ein 2x1-Haus. Das ist doch gleich viel besser. Dann können wir hier nämlich reingehen und da dann um die Ecke und die Fiomia-Stelle machen. So. Dann. 4 sind die Wände. Nein, 4. Ach, jetzt brauche ich noch eine Foundation. Super. Naja, gut, wir können sie so oder so noch brauchen. Die Frage ist, warum bauen wir jetzt die Wände hier? Dann machen wir es mal so. 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 So, machen wir hier noch da ein Fenster? Nö, machen wir nicht. Ne? Soll ein Lager, soll ein Schuppen werden. Das denke ich, können wir so machen. Und dann ist die nächste Frage: Oben machen wir ein Dach drauf. Ich denke, ich mache das daher nicht. Machen wir ein Fenster hier vorne hin? Vorne machen wir ein Fenster. Komm, Fenster ist immer gut. Window Frame. So. So einen kleinen Schuppen, dann brauchen wir oben ein spitzes Dach drauf. Da bin ich gerade so ein bisschen am Überlegen, ob wir das aus Stroh machen. Optik halber. Oder ob wir da sagen, hey, komm. Machen wir schön aus Holz, eine Holzhütte. Hat der Xa, der hat Holz. Der Matze hat, glaube ich, Stroh auf Holz. Genau, der Matze hat das da hinten gemacht. Aber ich glaube, bei so einem Schuppen machen wir Holz. So, Schrägdach. Wie rum machen wir das Schrägdach? Das machen wir der Länge nach. Und dann passt das. Genau. So, dann braucht. Es geht gar nicht der Länge nach. Da ginge nur eins. Breite nach können wir es machen. Da müssen wir es so. Ist ja auch nicht schlimm. Auch mal eine kleine Holzhütte. So, Sekunde. Ein Fenster. Ein Tür. Doorframe. Brauchen wir da und dann brauchen wir Wooden Slop da einmal und da fehlt mir jetzt Holz. Zweimal, einmal, zweimal. So, dann machen wir das dahin. Ist immer so krass, wenn man da anfängt zu bauen und was man dann noch alles an Einzelteilen wieder brauche und was man an Material. Ich habe jetzt dieses ganze Mammut vollgeladen, ihr habt es gesehen, mit diversesten Materialien und ich bin mal gespannt, ob es reicht. Am Ende unterschätzt man das immer, finde ich jetzt zumindest. Das lässt sich ja gerade super bauen. Wie rum ist das? Korrekt. So, das war die 3, dann kommt da nochmal die 5. Dann die 3 und die 5. Ist doch ganz okay, oder? Was ich jetzt nur total vergessen habe, ist, Schränke müssen 2 hoch. Schränke brauchen eine Zweierhöhe. Soll ich dann am Ende das Haus doch 2 hochbauen? Dann sieht das wieder so mächtig aus. Wird das wieder so hoch? Ich lasse das jetzt mal so. Dann bauen wir hier mal nur einen Schrank hin für Dünger. Am Ende wird es eh so sein, dass die Fiomias die Dünger haben, alle. Ich weiß gar nicht, ob hier in den Geräteschuppen großartig jemand reingeht am Ende. Am Ende wird wahrscheinlich eh eine Fiomia die Düngerkuh sein und das ganze Zeug tragen. Thatch brauchen wir nochmal, Fiber brauchen wir nochmal und dann nochmal das und wir nehmen dann zweimal Slopped Roof. Slopped Wooden Roof. 1, 2. Oh, das braucht lange. So. No.
Moa. Dieses Spiel. So, nochmal. Hey, es klappt. Und dann nochmal von innen. Schauen wir mal, ob es geht. Achso, ich muss nochmal bauen jetzt. So. Ich hoffe, das geht von innen. Müsste aber eigentlich, spätestens wenn man schräg drauf guckt. Ja. So, dann haben wir das auch. Man könnte es auch noch vorbauen. Da fällt mir was ein. Da fällt mir ja was ein. Mal gucken, ob das geht. Also, dann bräuchten wir hier für die Fiomias. Will ich ja einen schönen kleinen Stall bauen. Für die Fiomias. Ich habe keinerlei Fence Foundations mehr. Na super, dann Stone Fence Foundations bauen wir da. Soll ja stabil sein, wenn da so eine Fiomia drüber trampelt. Man weiß ja nie. 6 Stück. 1, 2, 3 in der Breite. 1 nach vorne, 2 nach vorne, 3 nach vorne. 1, 2, 3. Ja, 6 Stück, wenn wir brauchen. So. Überladen. Muss reichen. Nein, die 2 war es. So, jetzt müssen wir hier mal gucken, dass das... Snappt das eventuell? Tut's nicht, aber dann müssen wir das mal passend machen. Notfalls ein bisschen hin und her. So, und jetzt sollen die Fiomias alle schön auch eine Aussicht haben. Ich will jetzt Fenster. Ich will Kühe. Fenster. Window. Da brauchen wir Thatch. Okay. 1, 2, 3 und Holz. So, 1, 2, 3. Dreimal Fenster. Auf der 3 haben wir es. So, jetzt schauen wir mal, dass das auch richtig rum ist. Das ist wieder falsch rum. Dann snappt das so weit nach außen. Ihr seht, sobald man es dreht, wenn ich jetzt mal drehe, das ist halt das, was echt falsch ist in meinen Augen. Wenn ich die Holzseite nach innen habe, also die dunkle Holzseite nach innen habe, dann ist es in der Mitte. Wenn ich es nach außen drehe, kann ich machen, was ich will, dann ist es außen. Und jetzt ist die Frage, wenn ich das jetzt außen dran mache, dann steht das so über. Das heißt also, ich muss jetzt die Foundation hier nochmal kurz wegmachen, damit das da so eine halbwegs eine schöne Flucht gibt. Muss die weiter rein, so, damit das da außen dran kann. So, ganz kurz gucken, so, da vorne ist das Loch. Das eine letzte Loch, so. Ich denke so in etwa. Muss nicht ganz 100% perfekt sein, aber es muss schon besser sein als eben. Also, so viel Anspruch haben wir. So. Es ist sogar absolut perfekt. So muss das. So muss das, genau so und nicht anders. So, und dann machen wir hier das noch dran. Große Frage ist am Ende. Passen die Fiomias da überhaupt hin? Das weiß ich nämlich nicht. Das werden wir sehen. So, und dann kommt noch... Achso, halt, stopp, erst das. Es geht doch ein bisschen abwärts hier. Das ist schade. Und die 3. Und E. Und zack. Es geht doch ein bisschen abwärts, das ist echt schade. Ich wollte jetzt eigentlich nämlich dieses Dach hier weiter vorziehen. Jetzt weiß ich nicht, ob das geht. Die 5 wäre es gewesen. Nur mal so testhalber halt, wie es aussieht. Und dass man dann den Fiomias hier immer wieder so einen kleinen überdachten Bereich gibt. Sieht das was aus, wenn die hier parken? Ich will mal gucken, wie es aussieht. Ja, ich kann es jetzt noch nicht ganz versprechen, dass das was wird. Hintergrund ist der auch für die Fiomias, so separierte, die müssen zwar nicht auf Wonder stehen, aber dennoch, dass die so ein bisschen separiert sind, dass es einfach so ein bisschen nach Stall aussieht. Nicht nur so riecht. So. Machen wir das mal da drauf. Wie sieht das dann aus?
Tja, weiß man nicht, ne? Finde es aber eigentlich theoretisch zumindest gar nicht so schlecht. Praktisch schon. Praktisch ist es halt doof, dass das da absackt. Jetzt die Fiomias auf. Muss ich erstmal eine holen. Mal gucken, wie das prinzipiell aussieht. Die Fiomias dann auf Foundations zu stellen, ist leider keine Option. Erstens backen die da gerne mal rein und durch und hakeln sich. Und zweitens sieht es einfach nicht so schön aus, als wenn das freischwebend ist. Wir holen die jetzt mal bei. Ich will die auch gar nicht mehr auf meinem Balkon haben. Die kacken eh nur alles zu. Hol jetzt auch erstmal nur eine. Immerhin, da passen sie durch. Eine Wahnsinnsgeschwindigkeit. Ich muss allerdings zugeben, lustig aussehen tut's. Frage mich gerade, die ist, glaube ich, ein bisschen überladen. Genau, sonst wäre die echt schneller. Bis die jetzt hier wieder genug Energie hat. Vergehen, glaube ich, Stunden. Okay, wir laufen. Ach. Komm, ist ein bisschen Berg. Wüsste da was, wie es schneller geht. So. Komm bei, du Mobbelige. Klexi. Ja, komm. Ja, nee, so war das doch gar nicht gemeint. Ja. Mal schauen. Ist das hier ausreichend? Oh Gott. Ich glaube, wenn ich jetzt absteige. Das war mir so klar. Kann ich hier irgendwie? Bin gefangen auf ewig. Zwischen Schwein und Scheiße gefangen. Oh. Hallo. Ne? Ja. Ist irgendwas schiefgelaufen, glaube ich. Okay, Moment. Wir müssen mal ein bisschen weiter nach rechts stellen, dann kann man da noch halbwegs absteigen. So, irgendwie bin ich da jetzt auch drüber. Ja, also in der Theorie, sage ich mal, hat es eigentlich ganz schön. In der. Nein, nein, ist auch voll oben. Einmal mit Profis. Moment, irgendwie. So. Probieren wir es nochmal. So, jetzt ist er nach hinten weg. Mal kurz schauen, die soll ja halt vorne auch so ein bisschen rausgucken, wenigstens. Ah. Ich glaube, das ist ganz putzig, oder? Wenn die da so rausgucken. Müsste man nur überlegen, ob man hier oben es halt schafft, dann noch die Schrägen draufzusetzen. Das weiß ich jetzt nicht. Moment, wir machen mal Slopped. Gott, wir sind schon wieder bei 33 Minuten und ich habe nicht mal mehr geschafft. Huch. Und ich habe es nicht mal mehr geschafft, einmal. Das muss ich, glaube ich, bauen oder das. Ach komm. Dann 10. Einmal einen Stall zu bauen. Ja, das ist so viel Zeit immer. Ja, das ist das Problem. Jetzt. Ich könnte es aber probieren, das Dach mal da dran zu snappen. Ne, so viel Zeit muss sein. Wir machen die Folge einfach ein bisschen länger. Mir doch egal. Ne? Kontrolliert eh keiner mehr bei mir. 1, 2, 3. Und dann schauen wir mal. So, 5. Und dann schauen wir mal, wie das, ob das und warum das und. Requires nearby Foundation Support. Da oben geht's. Requires nearby Foundation Support. Okay, ich kann also, weil da unten keine Foundation ist. Das nicht an. Also eine Fence Foundation zählt nicht. Das heißt, ich kann diese Schräge da nicht so setzen, weil das sieht schon cool aus, muss ich sagen. Das hätte schon was. Das hätte schon richtig was. Wie macht man das? Wie macht man das? Wie macht man das? Geht das nicht irgendwie?
Weil wenn ich das jetzt hier mir so anschaue, da oben, das sieht einfach kacke aus, wenn das dann so schwebt. Also wie gesagt, da haben wir echt das Problem, dass das hier einfach nicht eben genug ist. Na, du baust schon wieder Türmchen, das ist aber fein. Wie mache ich denn das jetzt, wenn ich keine Foundation hier habe? Ich hatte mal vernommen, dass es ausreicht, man baut einen Pillar. Ich baue jetzt mal einen Pillar dahin. Einfach nur so mehr oder weniger als Deko. Dass der das dann schon trägt, angeblich. Haben echt bald alles verbaut, was ich habe. Pillar. Viel mehr Holz habe ich nämlich gar nicht. Muss ich wieder mit dem Mammuts losziehen. Aber jetzt, wo wir die haben, muss ich ehrlich sagen, ist das eine absolut lockere Sache. So, jetzt nur mal so. Angeblich. Nee. Angeblich. Also das halte ich dann für ein böses Gerücht. Das halte ich dann für ein böses Gerücht. Also irgendwie könnte man so an Wände, die auf Foundation stehen, zumindest Ceilings bauen, aber scheinbar geht das mit Dächern nicht. Oder ich habe das nicht ganz verstanden, wie es gehen soll. Ich werde da noch mal ein bisschen rumexperimentieren. Ich glaube, das mache ich dann wirklich im Offscreen, immer jetzt hier wieder so viel bauen und wieder abreisen. So, das Prinzip, denke ich, haben wir verstanden. Wir holen jetzt noch die Dung Beetles, das machen wir noch. Und pferchen die da rein. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich die da reinkriege. Ehrlich gesagt, wahrscheinlich mit dem Vogel. Da schnappen wir uns mal eben den Vogel. Werfen die Dung Beetles rein. Guck mal, ein Ei. Das müssen wir mitnehmen. So. Und was trinken. So. Na, komm. Ich hoffe, mein Vogel steht noch da oben. Jawohl, da ist er. Der Snow, der Neue. Den haben wir ja zusammen in der Folge gezähmt. Das ist mal nicht ein Livestream-Produkt. Und der kriegt jetzt so langsam mal nochmal ein bisschen Damage. Ich denke, der ist schon mal ganz gut gerissen. Alter, ist das hell. So, halt. Dung Beetles. So, einen. Sehr gut. Alter, ist das hell mit der Sonne da gerade. So. Schauen, ob ich treffe. Der sitzt. Machen wir den nächsten. Und die sehen eigentlich ganz schön aus, muss man sagen. So schön bunt, wie sie die gemacht haben. Echt ganz nett. So, mal gucken. Wieder mal von der Seite anfliegen. Das hat ja ganz gut geklappt. Nein! Nein, 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 das ist, hat ja ganz gut geklappt. So, nochmal. Ah, zu weit. Das ist manchmal nicht ganz einfach. Ha, Treffer. Hui. Manchmal wirklich nicht ganz einfach. So, dann brauchen wir da jetzt nämlich noch zwei Tore rein. Zwei Türen. Dann können wir die auf Wandering stellen und schon mal mit Kacke befüllen. Huch. Alter, bin ich jetzt da drüber geklitscht? Lass mich wieder raus. Alter, was? Bin da voll drüber geklitscht. Ich hoffe, das schaffen die nicht auch. Irgendwie rutschig. So, einmal. Machen wir Reinforced Door oder eine Wooden Door? Wood 14. Wood 20. Dann machen wir eine Reinforced Door. Bin ja geizig momentan, was Holz betrifft. Wir hatten noch einiges experimentieren dürfen. So, einmal und nochmal. Und dann hole ich mal die Kakas rüber. Miau.
Wichtig ist im Grunde genommen, die Dung Beetles auf Gewicht zu leveln, damit man da richtig was reinpacken kann. Also ein Häufchen. Man nimmt am besten die Mediums, sind am effektivsten. Also eins wiegt gleich mal 1,5 Kilo. Und ich habe hier mal ein bisschen vorgesammelt. Habe mal keinen Thatch reingetan in die Crop, in die hier Dinger da, ne? Komposter. Und habe stattdessen mal ein bisschen gesammelt. Aber es geht ja, wie ihr seht, auch mit den Fiumias rasend schnell. Vor allen Dingen, wenn man den ein bisschen Stimberries hinten reingibt. So. Dann mal los. Immer noch ganz schön langsam, der Snow. Ich glaube, ich mache da doch noch mehr auf Speed. So. Und dann will ich das nämlich auch mal selbst austesten. Ich habe die bisher immer nur im Ergebnis gesehen, aber noch nie selbst befeuert sozusagen. Insofern schmeiß mal da mal rein, mal gucken, wie viel geht. 10 Kilo Kanne. So, das war's dann auch schon. Und dann Enable Wandering und wir machen mal zu. Und auch hier machen wir rein, bis er voll ist. Huch, nicht Thatch. Oh, der kann nur 8,5, das ist natürlich super. Enable Wandering. So. Ich hoffe, ihr fühlt euch jetzt wohl. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen, wenn da entsprechend was rauskommt. Und hier muss ich, wie gesagt, mal experimentieren. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich die Dachschrägen hier hinbekomme, dass das was ausschaut. Vielleicht mache ich hier vorne eine kleine Foundation hin mit einem Pillar drauf. Darauf eine Ceiling und an die Ceiling dann die Foundation. Da kann ich aber auch nur bis hier bauen. Wir werden es sehen. Oder ihr werdet sehen, in einer der nächsten Folgen. Denn dann machen wir hier dann, denke ich mal, nicht weiter. Dann zeige ich euch wieder das fertige Ergebnis. So die grobe Gestaltung, denke ich, ist klar. Und dann schauen wir mal, was dann am Ende draus geworden ist. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Das war mal wieder fast schon eine XXL-Folge hier. Mensch, immer so lang. Aber wenn man mal am Bauen ist, dann will man ja auch nicht mittendrin wieder aufhören, sondern möglichst fertig werden. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.